In Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung und europäischer Gesetzgebung werden die Vernetzung von Wissen und Kompetenz, die kontinuierliche Information und das gemeinsame Eintreten für die Belange des Berufsstandes immer wichtiger. Der VDVM ist der Repräsentant der guten Makler und der VDVM ist dort ein gewichtiger Interessenvertreter, der überall Gehör findet. Kleinere Maklerunternehmen partizipieren besonders von der Mitgliedschaft des VDVMs. Es gibt also sehr viel an Hilfestellung. Es gibt im Prinzip im Bereich der Roadshows entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten. Wir klären hier auf bezüglich Gesetzesänderungen. Für seine Mitglieder erbringt der VDVM ein ganzes Paket von Leistungen. Kompetenzsicherung durch Qualifikation und Erfahrungsaustausch. Beratung und Unterstützung auch in juristischen Fragen. Qualitätssicherung durch hohe Anforderungen und einen verbindlichen Verhaltenskodex. Ein eigenes Intranet als ständig wachsende Datenbank, die laufend aktuelle Informationen liefert. Und nicht zuletzt Interessenvertretung auf nationaler und europäischer Ebene. Für uns ist es immer wichtig, schnell Informationen zu erhalten von Entwicklungen, aus politischen Diskussionen. Wir schauen immer, wie entwickelt sich der Markt, um auch unsere Planung entsprechend daraufhin auszulegen. Wir arbeiten natürlich sehr gerne mit den Verbandsmaklern zusammen, weil unserer Meinung nach das der bestmögliche Standard in der Maklerbranche ist, den wir in Deutschland vorfinden. Die Veranstaltungen des VDVM sind immer hochfruchtbar für mich, muss ich sagen. A, werden wir hier aus erster Quelle sehr professionell informiert. Wir erhalten Richtlinien, Handlungstipps, Rechtsgrundlagen, die für uns ausgesprochen wichtig sind. Das eine ist das VDVM-Symposium, das zweite sind die betriebswirtschaftlichen Tage des Verbandes, das dritte die Regionalkreistagungen und natürlich alljährlich die Mitgliederversammlung. Wir sind Mitglied in diesem Qualitätsverband, weil wir glauben, dass wir unsere Branche nur auf die Art und Weise vorwärts bringen können und natürlich auch, weil wir als Unternehmen den Support des VDVM sehr schätzen. Deshalb ist die Rolle des VDVM nicht nur Hüter des Berufsbildes zu sein, sondern praktisch im Dialog mit allen Beteiligten die Angelegenheiten voranzubringen. Das bedeutet, dass wir uns in Gesetzgebungsvorhaben mit einmischen, dass wir versuchen, die Interessen sicherzustellen. Nichts ist schöner als erfolgreiche Mitglieder. Hierfür kämpfen wir, dass der Versicherungsmakler in der sich ändernden gesellschaftlichen Realität seine Rolle findet, seine Rolle behält. Und das ist natürlich unser Ziel, sie weiter auszubauen.